Bei der Kommunikation mit Funk gibt es für die Maximierung der Reichweite mehrere Faktoren. Neben der Sendeleistung ist vor allem eine gute Antennenanpassung und geografische Rahmenbedingungen entscheidend. Die Antenne des gezeigten Gerätes ist gerade mal ca. 5 cm lang und bei weitem nicht optimal angepasst. Die Sendeleistung dieses LoRa-Moduls beträgt nur 25 mW. Im Vergleich dazu, ein CB-Funksender hat ca. 4 Watt. Was auch noch entscheidend ist, ist die sogenannte Bandbreite. Je größer die Breite, desto mehr Sendeleistung braucht man, um eine Distanz zu überbrücken. Das LoRa-Band ist sehr schmal, also die Bandbreite ist sehr schmal und deshalb kommt man auch mit den 25 mW weiter teilweise als mit den 4 Watt bei CB. In diesem Teil geht es ganz untechnisch zu. Wir wollen anhand eines Tools die beste geografische Verbindung ermitteln. Der Link zu diesem Tool findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch ein Link auf dieses LoRa-Modul bzw. auf das Projekt Meshtastic. Dieses Projekt vereint LoRa zusammen mit dem Mesh. Das heißt, jedes Gerät ist sozusagen ein kleines Relay für eure Nachrichten und so ist die Chance, es weiter zu transportieren, natürlich größer. Leider sind in Deutschland nur wenige dieser Module unterwegs, aber das kann man ja ändern. Rechts gibt es einige Bedienelemente. Das unterste, da ist jetzt ein roter Punkt davor, blendet das gezeigte Menü ein mit den RF-Tools. Hier kann man verschiedene Kartenstile einstellen. Ich verwende hier meistens Open Topo, weil man da die Höhenlinien sehr gut erkennen kann. Mit Rechtsklick auf die Karte kann man den Punkt From und To setzen. Das ist unsere Sichtlinie zwischen den beiden Sendern. Klickt man mit der linken Maustaste auf einen der Punkte, so erscheint dieses Diagramm. Auf der unteren X-Achse kann man die Entfernung ablesen. Links die Y-Achse zeigt den Höhenunterschied an. Nun müssen wir das Ganze für unsere Frequenz und Rahmenbedingungen anpassen. Am wichtigsten ist es, die Frequenz richtig einzustellen, in unserem Fall 433 MHz. Die Baumhöhe könnt ihr ruhig bei 30 Meter belassen. Bei Tower Size From und Tower Size To tragt ihr die Höhe eurer Antenne ein, also wenn ihr die in der Hand haltet, das Modul, dann wäre das ca. 1 Meter. Nun noch auf Recalculate klicken und das sollte sich alles anpassen. Und ihr seht, ob ihr eine direkte Sichtverbindung habt oder ob Hindernisse dazwischen liegen. In dem Beispiel haben wir eine direkte Sichtverbindung. Der rote Bereich ist der optimale Bereich. Der gelbliche Bereich, der drumherum ist, ist so, naja, da könnte es gerade noch gehen. Hier ein fiktives Beispiel von einem Punkt zu einem Fluchtort. Man sieht ganz gut, dass da ein größerer Berg dazwischen ist und eine Verbindung nicht zustande kommen kann. In dem Diagramm seht ihr eine rote Linie, die kann man mit der Maus hin und her bewegen und in der Karte erscheint ein kleiner roter Kreis. Der kleine rote Kreis gibt den Punkt an, wo der Berg am höchsten ist. Wir haben die From-Position hier nur um ein paar hundert Meter verändert. Drücken auf Recalculate und sehen ein neues Diagramm. Hier sieht schon viel besser aus. Wir haben auf jeden Fall einen roten Bereich und es ist ziemlich sicher, dass wir unsere Station auch erreichen können. Auch hier können wir wieder über die rote Linie im Diagramm und den kleinen Kreis feststellen, wo das größte Hindernis steht. Hier wieder eine Verbindung von unserem Fluchtort, diesmal zu einer Hütte im Wald. Man erkennt sofort, dass das nicht funktionieren wird. Und jetzt kommt die Mesh-Fähigkeit unseres LoRa-Netz zum Einsatz. Wenn wir noch eines dieser Mesh-Geräte am höchsten Punkt zwischen den beiden Verbindungen anbringen, entweder wir wandern dorthin oder wir bringen es dort an, dann sollte es allerdings solargestützt arbeiten, dann können wir die Reichweite erweitern und dieses Hindernis quasi überbrücken. Was ist das eigentlich, ein Mesh? Hier sucht sich der Sender den optimalen Weg über mehrere Zwischenstationen zum Empfänger und die Daten werden automatisch über diese Zwischenstationen übermittelt. Das bedeutet, je mehr von diesen Meshtastic Nodes existieren,
desto besser ist die Abdeckung. Und da kann man kleine Module hernehmen, die mit einer kleinen Stützakku versehen sind und einer Solarzelle, denn diese Teile brauchen nur sehr, sehr wenig Strom. Die Kosten für ein Modul, mit dem man dann auch die Nachrichten absetzen kann und empfangen kann, liegen bei 60 bis 80 Euro. Bei den Relaisstationen braucht man vielleicht gar kein Display. Und ja gut, da kommt dann auch wieder so die Solarzelle dazu, ein bisschen was. Das liegt dann auch, sage ich mal, zwischen 50 und 70 Euro. Habt ihr Interesse daran, jemanden zu erreichen, dann müsst ihr erstmal feststellen, ob euch das überhaupt gelingen kann, geografisch gesehen. Und dann findet sich alles Technische weiter. Ich hoffe, ich habe das alles verständlich genug erklärt. Bis zum nächsten Video.